Gehen wir mal zu den Pferden und... Nein, wir können die Pferde nicht mitnehmen. Weil klar, benötigt Viehzucht. Aber, boah, so nicht. Aber mir macht es jetzt halt wirklich schon ultra Spaß. Nächste Runde. Und oh, wir können jetzt bald Tierzucht machen. Ich mag Schweine. Tierzucht Hunde ist schauen fertig. Zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Und was, ich finde das so geil. Ich weiß nicht, ob das bei Civilization M5 auch so war. Aber wir haben jetzt Tierzucht gemacht, ja, und jetzt haben wir die Forschung abgeschlossen. Und dann kommt dieser kluge Spruch, du hast ihn jetzt nicht gehört, ich lese ihn dir nochmal vor. Ich mag Schweine. Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab, Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Und dieser Spruch ist von Winston S. Churchill. Ich finde das sehr, sehr schön, dass da jetzt immer so ein kleiner Spruch kommt. Das gefällt mir. Also könnten wir jetzt Viehzucht betreiben. Das heißt, als nächstes wählen wir die Forschung. Reiterei, Segeln. Reiterei ist jetzt dazugekommen im Wesentlichen. Bogenschießen ist noch dazugekommen. Ich würde erstmal sagen Bogenschießen, oder? Mhm. Okay. Sehr schön, dann sagen wir nächste Runde. Hallo und 4 Zuschauer. So. Oh, nächste Runde ist ja schon. Geht aber auch schnell hier. So, und wir sind jetzt auf dem Pferdefeld und können ihn nicht mitnehmen. Das war ja klar. Warum können wir nur auf das Feld? Aber wieder in Gefahr. Was soll denn das? Ich würde gern dahin. Nächste Runde. Barbaren nähern sich. Solange sie nicht angreifen, ist mir das relativ egal. Als ob, ich habe einfach ein Weltenmeer gefunden anscheinend. Gesetzgebung ist bald auch abgeschlossen. Erste Runde einmal schnell. Wie sieht es aus mit... Oh, falsch. Ah nee, auch falsch. Ich würde gerne mal wissen, Produktion wählen. Genau, die sind fertig. Das hat man gerade gemacht. Krieger, oder? Ja. Was wollen wir jetzt machen? Siedler, Handwerker, Speer, Krieger oder Schleuderschützen? Mit einem Siedler könnte man natürlich eine neue Stadt gründen, aber dazu ist es natürlich eine ziemlich gefährliche Gegend da unten. Es wäre die erste Hafenstadt. Naja, ich würde sagen Siedler, weil wir haben jetzt Krieger, dann mache ich die da unten platt und dann machen wir dann noch ein Örtchen hin. Ich finde es nämlich eigentlich besser, mehrere in großen Abständen mehrere Orte zu haben, als so alle auf einem Platz, dann kann man sich besser verbinden. Gut, dann mache ich einmal Siedler. Und wo sind jetzt die Krieger hin, die ich hier eben bekommen habe? Hier. Die stehen im Dings drin. Gut, dann ziehe ich die jetzt auch mal nach unten. Speer, damit kann man Land erspähen, oder? So war's doch. Genau. Die können auch weiterlaufen, oder? In einer Runde. Ja, genau. Und die ignorieren auch Geländefelder. Okay. Also für die ist auch ein Berg. Wunderschönen guten Abend, Blue Diamond. Wie geht's dir und wie hast du hierher gefunden? Guten Abend. Sehr schön. So. Einheit benötigt Befehle. Ich hole jetzt einmal hier komplett runter. Kann ich nicht auch die Runde überspringe ich mal, genau. Dann lasse ich dir mal ein bisschen ruhen. Bis die anderen da sind und dann gehen wir gemeinsam mit beiden darauf. Und dann sollte das doch tatsächlich kein Problem sein. Kann ich hier nicht sogar einstellen, dass die verschanzen sich sollen? Genau. Verschanzen heißt doch, dass die gar nicht mehr abgefragt werden, oder? Genau. Dann machen wir das mal so. So, das ist perfekt. Wie schön ist jetzt auch mit Stream funktioniert. Oh. Danke für diese weisen Worte. Einmal, warte, jetzt konnte ich nicht, doch, da oben steht er nochmal. Warte, ich würde einmal gerne hier lesen. Hi, ich war auf der Suche nach einem Streamer, der das Spiel gerade anfängt, um mir ein Bild von Civilization 6 zu machen.
Mir geht es gut und euch beiden? Ja, mir geht's sehr gut. Frank, wie geht's dir? Ja, gut. So, hört sich gut an. Okay, also wolltest du gucken, wenn er anfängt? Ja, wir fangen tatsächlich gerade an. Ich habe mir das Spiel vor einer Stunde gekauft und habe es jetzt vor 15 Minuten, gut, also schon fast vor einer halben Stunde, habe jetzt das Spiel zum ersten Mal gestartet und also falls du meine Eindrücke nachher wissen möchtest, ich kann sie dir gerne mitteilen. Aber okay, ich muss natürlich sagen, dazu würde ich gerne erstmal nur eine halbe Stunde spielen. Dann kann ich sie dir auch gerne mitteilen. So, durch die Gnade des alleinigen Gottes, des mächtigen, des ewigen, dessen Königreich kein Ende hat, grüße ich euch in aufrichtiger Freundschaft. Hallo, das ist nämlich Saladin Arabien. Aha, also Arabien. Möchtet ihr unsere nahegelegene Stadt besuchen und unsere Gastfreundschaft genießen? Habt Dank für den Besuch, aber wir haben keine Zeit für weitere Belanglosigkeiten. Oh, das ist sehr schön, wenn du gern so lange weiter zuschaust. Wir spielen heute garantiert noch das ein oder andere lange Stündchen. So wie das Spiel mir gerade gefällt. Und Frank, der ist halt moderatorisch immer komplett dabei, wie man bemerkt. Also Frank, hast du gerade gehört? Ich bin ja gerade gebannt. Wie oder? Ich bin ja gerade gebannt von der Grafik. Achso, ja. Leider. So. Und zwar, hast du ja gerade zugehört? Also wollen wir ganze Freundschaft genießen oder wollen wir uns erstmal davon distanzieren? Ja, wir genießen die Gastfreundschaft. Wollen wir genießen? Ganz sicher? Dann machen wir das auch. Weil einen Krieg können wir uns nicht leisten. Also ihr könnt auch gerne im Chat, wenn die Übertragung jetzt schnell genug ist, könnt ihr auch ganz gerne natürlich im Chat mit reinschreiben, was ihr so am besten finden würdet. Also auf Wiedersehen. Ein lohnendes Angebot. Möge alle... Ich höre auf zu lesen. Ist besser so. Fortfahren. Nachdem ihr auf eine andere Zivilisation gestoßen seid, ist die Notwendigkeit für neue Kommunikationswege offensichtlich geworden. So. Entschuldigung, ich habe ein paar Probleme mit Lesen, also es tut mir sehr leid. Schon wieder will er was. Ich habe eine Delegation mit Geschenken unseres Reiches zu euch geschickt. Aha, also hat er uns was geschenkt. Eure Delegation ist uns willkommen. Unsere Hauptstadt ist momentan nicht für Besucher geöffnet. Auf Wiedersehen. Gut. Es gibt jetzt die Möglichkeit zwischen wunderschön gerne, Freundschaftsangebot, aber vielleicht vergiften sie uns mit dem komischen Essen. Unsere Stadt ist momentan nicht für Besucher geöffnet, also ein nettes Abweichen. Und stinkig auf Wiedersehen sagen. Also jetzt hat der Chat auch geschrieben, nimm's an. Ich werde jetzt immer mal so lange warten, bis der Chat die Möglichkeit hat. Also ich weiß ja nicht, wie die Verzögerung ist. Ob so eine halbe Minute, also so lange werden wir erwarten können. Also auch hier ist auch gern der Chat wieder gefragt. Das ist echt schwer, ja. Weil natürlich können wir annehmen, aber... Also warte, da steht jetzt. Ich würde doch annehmen. Sie bringen die süßesten Früchte, kühlen Schnee für heiße Sommertage und die besten Pferde der Welt. Ich hoffe, sie gefallen euch. Die Verzögerung ist nicht so lang. Okay, das ist sehr gut. Also, annehmen, vielleicht ist vergiftet, vielleicht sind die Pferde nicht so nett. Unsere Hauptstadt ist momentan nicht für Besucher geöffnet. Ich bin mir echt unsicher. Also wollen wir annehmen? Ja. Warte jetzt noch einmal kurz auf den Chat, was der sagt. Aber dann trinke ich mal so lange ganz in Ruhe. So, da bin ich wieder. Annehmen. Okay, wenn es auch der Chat sagt. Wir sind willkommen. Hervorragend. Auf Wiedersehen. So.
Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Okay. Der ist aber echt geduldig, ja? Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist der ist echt geduldig. Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Mhm. Auf jeden Fall. Du kannst auch gleich sehen, wo sie kommen. Ja, okay, da ist was dran. So, übrigens, Gesetzgebung ist neu abgeschlossen. Ich lese es nochmal vor für Frank. Und zwar, also Gesetzgebung haben wir jetzt, wir können jetzt Gesetzgebung. Wir haben jetzt, du weißt, was ich meine. Also, denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, was? Ach, Frank, hier, ich schick's dir ach, dieses irgendwann durch. Politik ändern. So. Ist echt eigentlich zu spät für sowas. Politik ändern, wir ändern die Politik. Deine Politik auf diesem Platz. Militärische Politik. Doppelte Erfahrung für auf, plus 5 Kampf. Also, was wollen wir nehmen? Inspektion oder Disziplin? Also Inspektion wäre doppelte Erfahrung für Aufklärungseinheiten. Disziplin plus 5. Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren. Würde eigentlich eher Disziplin also nehmen. Also am Anfang, wir brauchen Disziplin genau für die Barbaren. Gut, dann nehmen wir Disziplin. Und jetzt noch Wirtschaftspolitik. Die können wir auch nehmen. Stadtplanung oder Gottkönig. Also Stadtplanung plus 1 Produktion in allen Städten. Und Gottkönig ist plus 1 Glauben und plus 1 Gold in der Hauptstadt. Also ich würde eigentlich Produktion bevorzugen, weil weißt schon, wie du spielen willst. Wie meinst du das? Weißt du schon, meinst du jetzt, ob, Entschuldigung, also meinst du jetzt, so mit, ob ich so friedlich oder so spielen oder wie meinst du es? Wie gesagt, wenn es irgendwie Civilization-Fachsprache ist, ich habe von dem Spiel fast gar keine Ahnung. Also was wollte ich jetzt machen? Stadtplanung oder Gottkönig? Stadtplanung wolltest du machen. Genau, dann nehme ich das auch. Politik bestätigen. Steht unsere Politik Agenda ja auf Militär oder eher Religionsweg? Oh, ich kann nicht lesen. Ich weiß nicht. Wir haben ja jetzt Gandhi genommen und der würde ja eher Religionswege nehmen, ja? Muss ich ja zugeben. Aber ich find's wiederum auch nicht so effektiv. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt mit diesen hier unten zum Beispiel mit den Speerkämpfern hier, mit diesem Barbarenland der Speerkämpfer, wenn wir denen jetzt Frieden vorschlagen oder so, oder es hat uns ja jetzt auch nichts gebracht, eventuell haben wir den Frieden, aber es ist mir irgendwie zu riskant, also ich würde schon eher tatsächlich in Richtung Militär gehen, also vielleicht so ein Zwischending. Wenn das möglich ist. Ist das möglich? Ja? Ja, das geht. Ausrichtung wählen. Außenhandel oder Handwerkkunst? Handwerkskunst. So. Was von den beiden wollen wir nehmen? Handwerkskunst. Okay, das dauert 21 Runden. Außenhandel dauert 11 Runden. Okay. Huiuiui. Wir nehmen erstmal Außenhandel. Das andere können wir dann ja immer noch machen. Ja. So, perfekt. Und was jetzt hier eigentlich? Jetzt müssen wir noch... ist ja schon. Genau. So. Wir sind tatsächlich gleich da, um auf militärischen Wegen, muss ich jetzt sagen, uns das Land hier unten zu erkämpfen. Eigentlich ja gegen unsere Ausrichtung in irgendeiner Hinsicht. Was ist denn Arabien jetzt hier unten? Was soll denn das? Ich
habe gerade mehr oder weniger Frieden mit Arabien geschlossen und jetzt... Oh, das wird schwer jetzt. Mhm. Jetzt macht Arabien die da unten, was soll denn das? Ich will das Land doch haben. Bitte warten. Wir müssen noch warten. Oh, los, wenn Arabien da jetzt nochmal rauf geht. Wäre ich aber flippig. So, also wir gehen jetzt komplett rauf. Also, oder? Wollen wir komplett rauf? Mhm. Okay. Ich krieg irgendwie gerade schon ein bisschen Halsschmerzen und bin es gar nicht mehr gewöhnt, so lange zu reden. So, aber jetzt müssen wir sie haben. Du hilfst ihnen ja nur. So. Inspiration. Eure Soldaten hoffen, dass der erfolgreiche Kampf beim barbaren Außenposten nur der Anfang einer lang siegreichen Asie-Serie so wird. Hoffen. Das. Jetzt habe ich es echt nicht lesen können. Ich bin so ein Idiot. Kannst du mir mal kurz sagen, wer gerade gefollowert hat? Habe es echt nicht lesen können. Es tut mir leid, also. Warte, ich kann ja schnell nochmal auf mein Handy gucken. Hast du es mitbekommen gerade? Oder? Ich kann es im Moment nicht sehen. Ja. Jetzt. Warte. Wartet. Das geht nicht. So, diesmal kann ich es sehen. Genau, Dadkibbeling, vielen Dank für deinen Follower und auch Blue Diamond, vielen, vielen Dank für deinen Follower. Also vielen Dank eurer beiden Follower. Oh, Twitch Prime hat ja jemand. Auch sehr interessant. Icke war es. Sehr schön. Ja. Danke auf jeden Fall für euer beiden Follower und genießt den Abend und den Stream und macht was draus. So. Mögen die Mächte des Bösen verwirrt sein, während dein Pfeil sich seinem Ziel nähert. Bogenschießen haben wir jetzt gelernt. So, und dann perfekt, Bogenschießen können wir. Das heißt, wir können rein theoretisch jetzt Bogeneinheiten machen, oder? Ja. Dann wählen wir jetzt aber erstmal eine andere Forschungsding. Keramik, Bergbau, Astrologie, Reiterei oder Segeln. Keramik, ne? Ja, ich habe geschwankt zwischen Keramik und Segeln. Aber wir nehmen Keramik. Dauert vor allen Dingen auch nicht so lang. Sind die Siedler schon unten? Wir haben noch gar keinen Siedler gemacht. Wir machen doch gerade. Achso. Wir machen gerade gar keinen irgendwie. Doch, irgendjemand muss ja. Steht denn das nochmal, wer hier gerade erstmal Bürger verwalten? Ah, okay, wir können ja noch dazu kaufen. Wie waren das mit den Straßen und so, die man bauen kann? Wie ging das denn? Das können nur Bautrupps. Brauche ich Bautrupps, oder? Hm. Ach, dann werde ich das wohl mal machen. Weiß gar nicht. Ach, Mann. Bin jetzt echt ein wenig in Zweifeln. Komm ich hier unten entlang? Da kann man dann auch machen, Straße bauen von nach. Naja, klar, und wir gehen relativ ein wenig leichter. Perfekt, hier sind auch nochmal Gegner. Hier ist die Runde, die hauen ab. Was machen die hier? Bitte lass die nicht abhauen. Ah, okay, die hauen auch ab. Wir müssen unbedingt die nächste Stadt gründen, sonst verlieren wir. Ja, ich... Dafür brauchen wir natürlich erstmal wieder Siedler, ja. Mhm. Ja, die einzigen, die dafür überhaupt ein Auge haben. Gut, dann machen wir aber noch eine Barbareneinheit noch schnell platt. So, die können nichts mehr machen. Hier mit denen können wir auch nichts mehr machen. Okay. Entschuldigung, ich muss noch mal kurz was trinken. Ich habe gerade echt Halsschmerzen. Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, so lange zu labern. Ich hab
habe ja dann doch schon eine ganze Weile nicht mehr gestreamt.